Ja, schönen guten Tag, alle ganz herzlich willkommen heute hier zu unserer kleinen Kundgebung. Ich wollte mich erstmal bei der Deutschen Kommunistischen Partei bedanken für diesen Wortbeitrag und auch nochmal darauf hinweisen, dass die Kommunistische Partei der Russischen Föderation gestern am 1. Mai in Moskau auch protestiert hat und ihre Solidarität mit der russischen Regierung bekundet hat, was den Einmarsch und die Invasion in der Ukraine anbelangt. Ich wollte hier kurz einen Aufruf zur internationalen Solidarität mit den Menschen in Odessa vorlesen, in Gedenken an das Massaker in Odessa. Nein zum Faschismus, nein zur NATO, ja zu einer multipolaren Welt auf Kooperation basierend und nicht auf Konfrontation. Angesichts der eskalierenden militärischen und politischen Konfrontation zwischen den westlichen Mächten und der Russischen Föderation und ihren Verbündeten müssen wir uns mehr denn je daran erinnern, was zu dieser aktuellen Krise geführt hat. Am 2. Mai 2014 ereignete sich in Odessa in der Ukraine ein Ereignis, das als eines der schlimmsten zivilen Gewalttätigkeiten in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet wird. Ein rechter Mob, angeführt von offen neonazistischen Organisationen, jagte eine viel kleinere Gruppe von Progressiven in das Haus der Gewerkschaften der Stadt und steckte das Gebäude dann in Brand. Mindestens 42 Menschen starben in den Flammen und durch das Einatmen von Rauch oder wurden zu Tode geprügelt, als sie versuchten, aus dem brennenden Haus zu fliehen und oder aus den Fenstern zu springen. Bis heute wurde keiner der Täter bestraft, obwohl der Angriff von zahlreichen Personen dokumentiert wurde. Die Videos des Vorfalls sind im Internet veröffentlicht worden. Dieses Massaker von Odessa ereignete sich nicht nur einige Monate nach dem gewaltsamen Putsch durch Rechte mit Unterstützung westlicher Mächte, insbesondere der Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschlands auch. Und in Folge wurde der demokratisch gewählte Präsident der Ukraine, Janukowitsch, gestürzt. Seitdem wurde das Land zunehmend zur Schachfigur in der US-NATO-Strategie und wurde dazu benutzt, um Russland militärisch, politisch und diplomatisch zu isolieren, während die am Putsch beteiligten Neonazi-Organisationen zahlenmäßig und finanziell immer einflussreicher geworden sind. Heute sind Videos von entsetzlichen Übergriffen gegen Minderheiten, pro-russische Menschen und russische Kriegsgefangene online zu sehen. All dies ist Teil einer andauernden und zunehmend aggressiven Kampagne der US-Regierung und ihrer Verbündeten gegen fortschrittliche Bewegungen und Regierungen auf der ganzen Welt. Es ist Teil eines verzweifelten Versuchs, die Entwicklung einer multipolaren Welt zu verlangsamen, die auf Kooperation statt auf Konfrontation setzt. Diese destruktive Politik der militärischen Intervention und des illegalen Regimewechsels hat zu einer militärischen Konfrontation mit Russland geführt, die einen neuen Weltkrieg auslösen könnte. Inzwischen hat die ukrainische Regierung 11 politische Parteien verboten, die Kontrolle über zahlreiche Fernsehsender des Landes übernommen und Journalisten und Linke verhaftet, während sie immer häufiger gewalttätigen Angriffen von Neonazis ausgesetzt sind, die ignoriert werden, die auf jeden stattfinden, der nicht ausreichend nationalistisch erscheint. Dem müssen wir mit Taten internationaler Solidarität begegnen. Jedes Jahr am 2. Mai wie heute kommen die mutigen Menschen von Odessa zum Haus der Gewerkschaften, wo sie Bilder der dort Verstorbenen zeigen, rote Hosen niederlegen und schwarze Luftballons als Zeichen der Trauer aufsteigen lassen. Und jedes Jahr erneuern sie ihre Forderung nach einer internationalen Untersuchung des Massakers, etwas, was die ukrainische Regierung nie zugelassen hat. Und sie tun dies trotz der allgegenwärtigen Gefahr, von den Neonazis angegriffen zu werden, die den Tag mit Massenaufmärschen in der Stadt begehen. Ebenfalls am 2. Mai veranstalten Antifaschisten in anderen Ländern, wie heute hier in Berlin und in vielen anderen Städten, Solidaritätsaktionen mit den Menschen in Odessa und zur Unterstützung ihrer Forderungen nach einer internationalen Untersuchung. Im vergangenen Jahr nahmen mehr als 20 Städte in ganz Europa und Nordamerika an diesen Protesten teil. Diese Aktionen lassen nicht nur die Menschen in Odessa wissen, dass sie nicht allein sind, sie tragen auch dazu bei, Menschen in anderen Ländern über den Putsch 2014, die Rolle der Neonazis und den wahren Charakter der ukrainischen Regierung zu informieren, die vom Westen als kämpfende Demokratie dargestellt wird und nicht mehr als eine rechte Schachfigur des Westens ist, was sie tatsächlich ist.
Indem sie diese Aktionen durchführen, tragen Antifaschisten in vielen verschiedenen Ländern dazu bei, Bande der Solidarität untereinander aufzubauen und eine dringend notwendige Entwicklung in dieser spaltenden, gespaltenen Welt einzuleiten. Die Odessa Solidarity Campaign wurde 2016 begründet, um die antifaschistische Bevölkerung von Odessa zu unterstützen. Okay, soweit der Beitrag, der verfasst wurde von der Odessa Solidarity Campaign an der Ostküste der USA in Virginia.